Schön hier zu sein, nicht? Ich muss sagen, danke für die Auslade, Hauseindung, nicht? Schön hier zu sein. Ich kann sagen, die letzten Wochen und Monate waren für alle Leute sehr schwierig, nicht? Die meisten waren zu Hause, viele waren daheim, nicht? Und die haben nicht hinaus dürfen von dem Virus. Und der Kurz, der nicht, hat gesagt, es gibt nur drei Gründe rauszugehen, außer man steht am Abgrund und hat im Hintergrund einen Privatgrund, nicht? Und bald wird jeder einen kennen, der mal rausgegangen ist, nicht? Also der Polizei muss das schauen auch, nicht? Und die ist ja gefahren, die Polizei, und hat gespielt I am from Austria, dass die Leute ein bisschen in der Nichts, und ich habe angerufen, den Präsident, habe gesagt, spitz einmal was von Hansi hinterher, da geht fix keiner vor die Tür, nicht? Also, na, ich glaube auch, dass die Bürger, die Grenzen müssen zubleiben. Ich habe ihn angerufen in Brüssel, nicht? Ich glaube, dass man im Sinne der Bürger die Grenzen nicht mehr aufsperren sollte, weil die Krise gezeigt hat, nicht? Die Menschen wollen sich wo anstellen, nicht? Angefangen in der Supermarktkasse mit Globerbier, nicht? Die Hamsterkäufer bei McDonald's angestellt, nicht? Und die Corona-Partys, Feierer, nicht? Die haben viel Globerbier gekauft. Und ich habe gesagt, kauft lieber Kondome statt Globerbier, nicht? Dass nicht noch mehr so Dillos in die Welt setzen könnt, wie ihr es seid, nicht? Also auf der anderen Seite muss man sagen, kein Hirn, kein Schädel weh. Das ist auch schön, ne? Positiv. Aber es war alles ausverkauft, nicht? Und die Desinfektionsmittel auf der ganzen Welt hat es nichts mehr gegeben, wo man sich die Hände desinfizieren könnte. Und der Mick Hacker hat mir angerufen, hat gesagt, I can't get no Desinfection. Nicht? Und die Leute fragen mich natürlich, die rufen an, Frank, was stimmt jetzt alles? Was ist eine Panik, ein paar Angstmache, nicht? Und ich weiß es nicht. Die Bürger wollen aber die Wahrheit hören. So viele Fake News überall, nicht? Das sagt der Ö3, sagt der schnellste Verkehrsservice. Aber das ist nicht wahr, das ist Tinder, das ist schnellste Verkehrsservice. Aber es hat auch nicht funktioniert. Denn das ist nicht gut gegangen, weil Sex natürlich mit einem Einkaufswagen dazwischen oder einem Babyelefanten ist schwierig, nicht? Und die Bürger rufen mich an und sagen, Frank, warum gibt die Regierung das viele Geld nicht her? Nicht? Das dauert zu lang. Und ich habe gesagt, ja, weil im Wort Regierung das Wort Gier steckt, nicht? Und in der Politik, da muss man sagen, sind auch viele Leute am Steuer, die steuern nur die Leute, nicht? Ich hab einmal kurz den Kanzler angerufen von Kanada und ich habe ihm das erklärt. Da habe ich gesagt, während den Lockdown habe ich eh Shut Up gemacht, aber jetzt brauchen die Leute wieder Geld im Börse. Jetzt kann ich nicht mehr schweigen. Ne? Ihr müsst ja mal die Wirtschaft verstehen, ne? Die Wirtschaft ist einfach. Nicht? Das, wenn man ein Pferd und ein Hund auf eine Waage stellt, hat man einen Pfund. Nicht? Da braucht man ja nur zwei und zwei zusammenzählen. Das, wenn vier Leute, habe ich angerufen, nicht? Wenn vier Leute im Untersuchungsausschuss sitzen und fünf hinausgehen, weil sie an einem Arsch gehen, dann muss einer wieder hineingehen, dass der Sitzungssaal leer ist. Das ist eine Frage von der Corona-Matura, das kann jeder, das ist eine Milchmädchenrechnung. Nicht? Und ich als Industrieller, nicht von Nummer 1 von der Welt. Ich habe immer gesagt, ihr müsst mit den Adler fliegen und nicht mit den Händeln picken, nicht? Und ich bin ein guter Freund in der Welt von den ganzen Milliardären, die was ja wirklich was bewegt haben in der Welt, nicht? Der Warren Buffett, nicht? Der was das Essen, was man sich holen muss, erfunden hat, nicht? Und der Bill Gates, nicht? Der hat die Flugsteige gegründet, nicht? Und der Elon Musk, nicht, der hat aber keine geliefert, wie man es braucht, am Mask. Nicht, weil es der Fetzenschädel mit der Bill Gates und der Musk, nicht? Und ich habe immer gesagt, man muss das Geld beim Fenster raushauen, damit es bei der Tür rein. Nicht? Und wir brauchen ja Geld für die Bürger. Die Leute haben ja kein Geld von der Krise. Ich habe gesagt, man kann nicht sagen, koste es, was es wolle, und dann will keiner. Mit 450 Euro Einmalzahlung Arbeitslosengeld, das ist ein Witz für Depperte. Da kann man sich ja einen Schaß leisten.
Nicht, und nicht einmal das geht sich aus, nicht? Weil der kostet schon 500 Euro, ein Schaß in Österreich, nicht? Habe ich gelesen in der Zeitung, Darmwinde sind teurer geworden, also eine Flatulenzinflation, nicht? Und ich habe gelesen, 500 hat einer bezahlt, Strafe, weil er vor einem Polizisten einen fahren lassen hat, nicht? Aber der Polizist hat seinen Kollegen auch einmal fahren lassen, wie sie einen Disco-Bus neu bekommen haben, nicht? Also, und dann hat der Polizist nach dem Namen gefragt und dann hat der natürlich gesagt, Winnie Pooh, und wie er dann noch gesagt hat, da schaust du dem leid, aber er ist halt ein bisschen ein Playboy, nicht? Also der muss viel Strafe zahlen dafür, nicht? Also gut, ich kann sagen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer. Und wenn Sie Urlaub am Meer machen, dann bleiben Sie bitte am Wohnzimmer oder am Schlafzimmer, nicht? Aber ich glaube, so unbürokratisch kann man nicht in Urlaub reisen, nicht? Und tun Sie selber testen, tun Sie selber viel testen, nicht? Das merkt man ja, ob ich es habe oder nicht, nicht? Der Häupl-Michi hat mir gesagt, solange mir der Gespritzte schmeckt, bin ich auch nicht angesteckt. Das ist eine Milchmädchenrechnung, nicht? Das ist nicht so wie die Tennisspieler, nicht? Das ist ja die Nummer. Nummer eins ist jetzt auch krank, nicht? Der Novak Djokovic. Also, hoffen wir, dass wir alle gesund bleiben, nicht? Und die Zahlen nicht steigen, nicht? Aber eines könnt ihr euch merken, nicht? Habe ich auch immer zu meinem Manager gesagt, nicht? Wenn alle Stricke reißen, dann ist man zu fett für die Schaukel, nicht? Also, schönen Sommer und gesund bleiben, nicht?